Das sind wieder zwei Produkte in einem Film. Das ist von Cozy Speed einmal die Street Edition Fototasche. Das ist die hier auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier die Paris Grey. Ne? Grey für Grau ist ganz klar. Die Street Edition unterscheidet sich nur dahingehend halt eben, dass sie zur besseren Auffindung optisch dieses kleine Schmankerl, was da oben drauf ist, halt eben auch dementsprechend in Schwarz abgesetzt ist, dass man halt eben auch nicht unbedingt dann mit der Tasche als Fotograf erkannt wird oder halt eben auch das Ganze generell nicht als Fototasche direkt identifiziert wird. Es gibt also Leute wie mich, die, wenn sie Straßenfotografie betreiben, wie auch generell, wenn ich draußen unterwegs bin, ich habe also hier oben immer alles abgeklebt, ne, Typenbezeichnung, weil das dann doch manchmal irgendwie ein bisschen störend sein kann, wenn man dann irgendwie dann da aus dem Blickwinkel dann irgendwie so was Weißes hochhält und dann ist die Situation kaputt, ne, das Motiv ist weg, macht ja auch keinen Spaß so. Also, wie gesagt, wir gucken uns einfach mal diese Cozy Speed Taschen jetzt nochmal im Detail an, anhand der Paris Grey, einfach auch, weil das meine ist und weil ich die schick finde. Ich habe jetzt die Paris Grey, also die Cozy Speed Tasche, einfach schon mal hier so angezogen und wie Sie sehen, ist das Ganze hier auch dann fast gar nicht mehr zu erkennen. Ne? Graue Strickjacke und dann hier noch die graue Tasche. Und die Tasche, das ist halt der Vorteil auch an der ganzen Geschichte halt eben auch, man kann also trotzdem noch irgendwie im Winter oder im Herbst halt eben auch zumindest an den Jahreszeiten, wo es halt eben noch ein bisschen kühler ist, wie jetzt zum Beispiel halt im Augenblick auch einfach was drüber ziehen. Und das ganz Tolle ist auch, dass man diese Tasche sehr schnell befestigt hat und natürlich auch, was ich sehr hervorragend finde, und dieses Klettverschluss ist hier oben einfach auch im laufenden Betrieb. Also wenn man die Tasche trägt, das heißt, wenn man dann gegessen hat und die ein bisschen weiten muss, dann kann man das einfach so hier tun. Mit dem Klettverschluss wird das Ganze dann hier oben am Gürtel wieder befestigt. Und wie Sie sehen, ne, rundherum wunderbar, alles richtig fest und sitzt auch genau da, wo es dann sitzen soll. Der Klickverschluss, den gucken wir uns mal kurz im Detail an. Also der Verschluss, der hier vorne ist, um das Ganze dann aufzumachen. Diesen Klickverschluss hier schauen wir uns jetzt hier anhand der Street Edition noch mal kurz im Detail an. Das ist natürlich jetzt nicht einfach nur so ein Verschluss, den man auf und zu machen kann. Der ist auch eine kleine Sicherheit eingebaut. Das ist dieser Pin hier oben. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo ich jetzt hier an den Seiten drücke und den Verschluss aufmachen möchte, passiert gar nichts. Ich muss also hier noch mit einem dritten Finger dann diesen Klickverschluss eindrücken. Und erst dann, wenn diese Sicherung gelöst ist, dann kann man diesen Verschluss dann auf und zu machen. Also das ist der geschlossene Zustand und zum Öffnen muss man einfach an der Seite drücken und einmal kurz oben drauf und dann kann man das Ganze halt eben dann so einfach öffnen und auch wieder schließen. Das Einstellen der Größe, also des Anpassens des Bauumfangs, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei mir ist es ein bisschen mehr, das ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da haben wir also hier diesen Klettverschluss und das Ganze wird dann einfach nur gelöst in dem Augenblick, wo dann der Verschluss hier nicht mehr mit dem Klett verbunden ist, kann man das Ganze also hier einfach der Größe nach einstellen und dann, je nachdem, bis halt eben die richtige Größe gefunden ist, dann einfach wieder hier im laufenden Betrieb praktisch am Körper einfach hier wieder festmachen. Und das ist dann auch die Sicherheit, dass sich also hier der Gurt nicht einfach selbstständig macht und einfach dann runterrutscht. Das kann man also dann dementsprechend noch immer wieder ein bisschen nachfassen. Was auch sehr schön ist, weil natürlich halt eben auch aufgrund von Bewegung zwischendurch, wenn man halt jetzt viel unterwegs ist und läuft oder wandert oder sowas, dann mit ständigem Hinsetzen und Aufstehen und so, dann hat man halt hier auch die Möglichkeit, einfach ganz kurz mal eben den Verschluss aufzumachen, ihn wieder straff ranzuziehen und dann einfach hier wieder so zu verschließen. Sehen Sie, jetzt mache ich ja doch noch die Vorführung hier halb und halb, einmal mit der Paris Grey, zeige ich Ihnen gleich noch ein bisschen mehr und dann hier halt eben hauptsächlich noch an der Street Edition, ist auch was Feines. Der Verschluss von den Cozy Speed Taschen, da hat sich nichts dran geändert, also nach wie vor einmal das Sicherheitssystem mit dem Zipper, das man erst lösen muss, lässt es dann einfach los und dann hat man den Verschluss und diesen kleinen Knopf, den zieht man einfach nach oben. In dem Augenblick, wo nach oben gezogen worden ist, kann man ihn einfach dann öffnen. Das Ganze wird dann hier eingehakt und auch je nachdem, welche Größe Sie hier drin haben, also sprich, wenn die Kamera etwas herausschaut, dann haben Sie hier noch einen zweiten Rastpunkt, wo Sie dann die Tasche einfach so wieder verschließen können und dann auch mit dem Zipper wiederum hier absichern können. Jetzt nochmal die Cozy Speed wieder hier in der Großansicht, wie man sieht. Und diese Tasche hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man sie innerhalb noch einmal einteilen kann. Dafür haben wir dann hier diese Trennwände. Das sind diese kleinen gepolsterten Trennwände mit Klettverschluss, ja, wie man hört. Und je nachdem, was Sie da für eine Kamera reinmachen, wenn es also etwas kleiner ist, dann kann man hier nochmal so die ganze Tasche unterteilen. Also ich habe das in der Regel immer so, dass ich hier halt so eine kleine Messsucherkamera drin habe mit einem Objektiv und habe dann also einfach in der Mitte abgetrennt, dass also die Kamera dann praktisch so einfach in die Tasche reinfasst. Ich kann das mal kurz eben vorführen. Die Tasche geht ja sehr einfach zu öffnen. Ohne Gurt, der ist absichtlich dran. Warum, sage ich Ihnen gleich. Ist die Kamera dann hier seitlich in der Tasche, dann ist hier eine Trennpolsterwand und hier vorne habe ich dann nochmal ein Objektiv. Das habe ich bei der Tasche jetzt nicht gemacht, das habe ich bei meiner Cozy Speed gemacht, die ich privat nutze.
Und da kann ich die Kamera einfach rausnehmen, also Tasche aufmachen, rausnehmen, zack, und ein Foto machen. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, ne? Ich habe jetzt den Gurt absichtlich dran gelassen, weil man möchte ja eigentlich in der Regel dann halt eben, wenn eine Kameratasche hat, dann auch irgendwie die Sicherheit haben, dass die Kamera immer gut und sicher in der Hand liegt, auch wenn man sie rausnimmt. Allein schon, wenn man sie rausnimmt, man stellt sich vor, da ist jetzt kein Gurt dran oder ein Handgriff und so weiter und noch einmal, ups, zack, und dann ist das ganze Ding zu Boden gefallen. Das muss ja nicht sein. Gerade bei der Kamera würde es mir also sehr leid tun, das ist meine private. Und zwar haben wir da nämlich noch ein kleines Gimmick eingebaut. Zum einen ist es natürlich so, dass wenn Sie also Straßenfotografie betreiben, dass Sie in der Regel eigentlich immer nur mit einer Kamera und einer Festbrennweite unterwegs sind. Also ich mache das zumindest so und viele Leute, die ich kenne, die Straßenfotografie machen, die machen das auch so. Die Kameras sind in der Regel auch klein, also es sind nicht direkt immer so riesengroße Boliden. Also das ist, glaube ich, eine Kamera für Straßenfotografie würde ich eher nicht empfehlen. Also allein schon wegen dem Objektiv, viel zu groß, keine Festbrennweite, was soll man damit? Und das wäre dann schon vielleicht eher das hier, ne? Auch falsches Objektiv drauf, aber so der Kamerabuddy, das kommt schon eher hin. Jetzt haben wir hier so eine kleine Kamera. Ich demonstriere das nochmal eben kurz. Wir machen also die Tasche so auf, zack, die Kamera ist jetzt hier drin. Sie gehen durch die Straßen und wollen jetzt irgendetwas fotografieren und da Ihnen fällt jetzt halt eben irgendetwas auf. Kamerazustand bzw. Aggregatzustand der Tasche wäre jetzt so. Dann machen Sie die Tasche einfach auf, zack, hier einmal hin. Kamera raus und Foto machen. Der Clou ist, an jeder Cosi-Speed-Tasche befindet sich, an jeder Cosi-Speed-Tasche am Gürtel befindet sich bei mir hier hinten im Augenblick so ein kleiner Streifen mit einem Klettverschluss, den man abmachen kann. Diesen Klettverschluss hat man also nicht umsonst daran gemacht, den habe ich also jetzt hier an der Kamera gemacht, an die Kamera befestigt, hier wie man sieht, und das ist so eine kleine Fingerschlaufe, da kann man also ein oder zwei Finger reinmachen. So, und hat dann noch die Sicherheit, wenn man die Tasche, also wenn man den Fotoapparat aus der Tasche rausholt, dass der an dem Finger gesichert ist. Der Witz an der ganzen Geschichte ist der, das habe ich auch ein paar Mal testen müssen, weil ich es nicht glauben konnte, Sie haben dann die Kamera einfach hier so in der Tasche mit der Schlaufe dran. Tasche ist zu. Ich mache die jetzt einfach nur mal, ich mache die mal unten zu, die Tasche, die Kamera ist ja nicht so groß. Zack, ich öffne die Tasche. Zack, ich greife hier rein, ich gucke auch nicht mehr, ich lasse auch absichtlich jetzt hier oben den Deckel einfach so, ich trickse auch nicht, ne? Die Hand ist ganz ruhig, mein Finger rutscht schon automatisch durch die Schlaufe, ich habe die Kamera in der Hand und sie ist schon direkt gesichert. Das funktioniert wirklich, das ist jetzt nicht hier irgendwie getürmt und gefaked, einfach so vorgeführt, das funktioniert wirklich so. Wenn man das einfach mal so verinnerlicht hat, ein paar Mal geübt hat, dann greift man also hier in die Tasche rein, durch die Handschlaufe, sie ist direkt gesichert, man hat direkt besseres Gefühl und wenn man die Tasche danach auch direkt wieder zumacht und die Kamera vielleicht draußen haben möchte, wenn man jetzt irgendwie vielleicht doch ein bisschen draußen rumläuft und sieht, da passieren jetzt ein paar Sachen, ich will die fotografieren, dann kann man hier einfach so, wenn man die Tasche dann bzw. die Kamera einfach so an dem Finger hat, auch dann einfach so seitlich runtertragen und wie gesagt, das ist einfach noch dieses kleine Quäntchen Sicherheit, wenn es dann mal irgendwie aus der Hand rutschen sollte, dass man hier halt eben mit dem Finger das Ganze dann irgendwie noch gesichert hat. Ganz kleine Sache, große Wirkung, finde ich ganz großartig. Das sind so kleine Details, da stehe ich dann total drauf. Ich wusste überhaupt nicht, dass man das machen konnte. Ich habe also diesen Gürtel gehabt und da hinten war dann dieser Verschluss dran. Und da habe ich irgendwann mal geguckt, na Mensch, was ist denn da in der Beschreibung drin? Und da wurde genau das beschrieben, das gibt es auch gar nicht. Ne? Also wie gesagt, das sind so kleine Innovationen, die ich sehr gut finde. Das also ist mit dabei. Wie gesagt, befindet sich am Gürtel irgendwo hier einfach befestigt und kann man einfach dann so abmachen und hier einfach dann an der Kamera befestigen. Deswegen noch ein kleiner Hinweis von mir, wenn Sie wirklich auch mit einer Kamera unterwegs sind, die diese kleinen runden Ösen hat, und das jetzt hier zum Beispiel an der Leica der Fall ist, da sind so kleine runde Ösen dran, da müssen Sie dann erst dafür sorgen, dass Sie dann so ein kleines Mittelstück an die Ösen dran machen, weil dieses Klettband, wie man sieht, das ist also ein breites Band, das ist keine Schlaufe und das passt hier durch diese kleinen Ösen da nicht durch. Das heißt, da müssen Sie dann irgendwie noch was drumherum machen, wie zum Beispiel das jetzt auch hier, wo der Ledergurt dran ist, und da können Sie dann diese Schlaufe einfach dann durchschieben. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erklärt. Das war also hier einmal Kurzvorstellung, Cosi-Speed, die 160 Paris Grey und die Street, die wir am Anfang gesehen haben, die schwarze, bei uns im Shop. Tolle Fototaschen, die habe ich also auch sehr oft dabei, wenn ich unterwegs bin und gerade auch im Urlaub einfach nur so rumlaufe mit einer Kamera, mit einer Festbrennweite dran, dann ist das eine ganz wundervolle Geschichte.